Fortnite gespielt. Ich glaube, das erklärt's. Da habe ich eine sehr wichtige Lektion gelernt. Nämlich sonst, ich habe noch nie Sachen bei dem Spiel nachgeschaut, wo sie sind. Wirklich noch nie, überhaupt nicht. Ich wollte immer alles selber finden. Mhm. Nur bei dem Spiel gibt es Schüler, die man finden muss. Ja. Und ich hatte alle bis auf einen. Und ich bin durch die komplette Karte abgelaufen. Also ich dachte, und es gibt auch halt keinen Pfeil oder sowas dafür. Sondern du musst wirklich suchen. Und ich habe wirklich so einen ganzen Nachmittag lang versucht. Ich habe ihn nicht gefunden. Dachte ich, okay, ich muss nachschauen. Er war 10 Meter von da, wo ich stand. Ich hätte ihn doch ein Stückchen weiter bewegen müssen. Ich hätte ihn selbst gefunden. Oh nein. Ist Hagrid eigentlich aus Playmobil? Kann das sein? Nein, das ist auch sehr groß. Ah, cool. Die Lieblingscharaktere. Ein Droid und Meisterin. Was geht? Ich will den Gonk-Droid spielen. Wurde gab's nicht. Ja? Warum hast du 504 Milliarden Stats? Weil fleißig. Du siehst hier ein so 10er-Steinchen, ne? Ja, und der macht multipliziert erstmal 10. Der ist jetzt. Also 10 wert. Anstatt dass er jetzt 10 macht, macht mal 3840. Warte, Geonosis ist geil dafür. Okay. Och nö, der Ponys ist für hässlich. Doch, aber Geonosis ist eine tolle Map dafür. Wir sind aber trotzdem hässlich. Ja, kriegt dann 50.000 Startkapital. So, erklärt uns nichts. Erklärt uns absolut gar nichts. Okay, ich erkläre euch wirklich rein gar nichts. Wirklich. Okay, ja. Nimmt nicht den Gonk-Druide. Ihr werdet euch bewegen müssen. Der Gonk-Druide ist die langsamste. Das langsamste. Und ihr könnt Charakter nicht mehr wechseln. Ja. Oder doch? Ja, aber. Nein. Der kann keine Farbe. Ja, okay, sei der Gonk-Druide. Sei der Gonk-Druide dann. Dann bin ich der Maus-Druide. Der kann aber, glaube ich, was im Vergleich. Okay, ihr bekommt beide einen Partner, zu dem könnt ihr wechseln. Also so gesehen, ihr könntet beide nur so Druiden. Wer soll es war Tambor? Der Taskenräuber sieht unglaublich hässlich aus. Also, wollen wir Casuals sein oder Tryhards? Das kommt neu. Wenn ich ein Casual bin, nehme ich den hier. Das ist mein Thema Karl. Was ist das denn? Luxus-Druide, ich will nicht wissen, was. Okay, Star Wars ist verrückt. Oh, und unsere selbstgemachte Charaktere, sein fällt mir gerade mal ein. Geht die mal durch. Held ein. Ach so, Held ein. Irgendwo könnte. Jedi das. Ultra. Yeah. Ist das ein Scheißhaufen auf meinem Kopf? Oh ja. Okay, was zur Hölle ist das? Das ist so ein Typ, der Paulino. Darf bei der Kamera. Jetzt wählt er dich aus. Ich warte, dass Sean auswählt. Daran mache ich es fest, was ich auswähle. Okay, ich bin der Gonk-Droid. Nein. Soll ich? Nee. Oder ja, nimm. Ja, komm, wir sind beide useless. Geil. Ich brauche nochmal A drücken. X meine ich. Oh Gott. Und das unser, hä? Wo ist nochmal der Maus-Droide? Hier, komm. Oh, Scheiße. Ein Kampf, wie es vorher noch nie gegeben hat. Oh Gott. Doch, ich bin. Okay, yes. Oh, ihr könnt sogar was bauen. Ich bin sau schnell. Obwohl wir sagen ihm nichts. Okay. Sie müssen. Okay, warte, können Sie überhaupt die Sachen bemannen, wenn Sie so. Sie nicht, nein, aber Ihr Kollege. Oh, Sir Quash, Moment. Ich kann nichts machen. Sir Quash! Hä, wo bin ich überhaupt? Die Map ist nutzlos. Oh, ich kann. Okay, kann ich ins Fahrzeug? Nein, das tue ich nicht. Oh, shit. Ist das ein Freund oder so? Ja, das ist dein Kollege, du kannst zu ihm wechseln. Okay, warte. Okay. Oh, ich kann. Was zur Hölle? Was ist hier los? Oh, komm, Troy! Der lässt ihn zurück. It's time for everything to parrot. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow, das war einiges wert. Ich weiß nicht, wo ich bin. Die Karte ist relativ nutzlos. Du bist. Ihr seid Fadenkreuze. Du bist das blaue. Nee, bist du rot? Nee. Ich glaube, du bist das blaue Fadenkreuz auf der Karte. Ich sehe schon. Wo bist du? Oh. Das ist schon Captain. Nein, der gibt es nicht. Nein! Die haben echt so. Oh, John. No! Warum hat das wieder volle Leben? John den Läufer übernommen. Vor allen Dingen hat das Ding wieder volle Leben bekommen einfach. Wo bin ich? Oh, ich habe auf Sean's Bildschirm geguckt, deswegen wusste ich nicht, wo ich bin. Oh, das Ding ist gefunden. Ah. Oh. Jetzt haben wir Geld von dir. Ihr habt noch keine Ahnung, was zu tun ist, oder? Wir müssen die feindliche Kommandozentrale erobern. Okay, zerstören. Ja, zerstören. Ja, ist klar. Leute, der war gerade. Oh. Ah, Sean entdeckt das Wichtigste. Das ist geil. Oh. Das ist so toll. Du musst gleich da hingehen und dir das angucken. Ja, lass ihn. Was ruhig. Oh.
Also schießt Ben mit einer einzelnen Laserpistole auf dieses Teil. Sooner or later it will work. Okay, also sie schießen alle. Die Frage ist, wie zerstöre ich den scheiß Kern? Oh! Oh, what the fuck! Scheiße, ja, nee, man muss es ihm halten, ne? Seine Kollegen helfen gerade eben, ich bin einfach weggegangen. Warum hauen die ab? Sind die bescheuert? Ja, ab einer bestimmten... Oh, nein, ich bin tot. Ab einer bestimmten Anzahl... Ach, ja, vielleicht soll ich das auch machen. Was habe ich getan? Ich habe Kreis gedrückt. Ab einer bestimmten Anzahl von was? Ab einer bestimmten Anzahl Verluste fangen deine Einheiten an zu fliegen. Okay, ich glaube eine Basic-Steuerung, die man euch sagen muss, Viereck gedrückt halten, um zu zielen. Damit kann... Ja, aber das ist ja langweilig. Doch, mit dem Geschütz ist es wichtig. Doch, wenn nicht, dann kannst du auch mit dem Geschütz schießen, wenn du mit Viereck... Okay. Ja. Viereck gedrückt halten, das braucht ihr beide. Wie baue ich... Oh, das ist mein kleiner... Ich habe mich selbst... Oh, oh! Superpanzer. Ach, okay. Was macht Kreis? Denn ich rufe gerade die ganze Zeit jemanden an. Eure Bildschirme sind vertauscht. Sean, ja, ich weiß. Hä, warum ist das denn? Ich weiß es auch nicht. Oh. Ist ganz schön dreist, mein Freund hier. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Oh, da kommt okay. Oh, das ist schon dein Panzer. Wer ist überhaupt gerade am Gewinnen? Ich meine, ich habe mehr Geld. Keiner von euch. Und ich habe eine Satellit. Nee, okay, so gesehen Sean. Ja, stimmt, Sean ist am Gewinnen. Warum? Wegen der Map oben. Er hat mehr Punkte eingenommen. Fuck. Wie lange gedauert so ein Match? Wenn es so weitergeht, sehr lange. Ich will auch immer rausgehen, aber dann kommt Sean direkt an und macht irgendwas kaputt. Und ich kann nicht auf ihn schießen. Oh, doch, jetzt kann ich. Jetzt bist du am Arsch, mein Freund. Sean macht alles. Alter. Oh, der lebt noch. Oh, Scheiße, der lebt noch. Was machst du? Beides ist kaputt. Nein. Ich bin ausgestiegen. Daneben. Ich glaube, du brauchst ihn nicht bewegen, der kann nicht viel. Na toll, ich glaube, ich habe verloren. Nein, das tun wir nicht. Oh, ich bin tot. Du gibst ihm Tipps immer, Lobo. Au, oh, oh, oh. Das blitzt ihm. Das ist ein Blitz, so. Oh. RIP. Oh, hier ganz hinten. Immerhin bist du pleite. Och Mann, ich kann nichts machen, ohne gleich von Leuten überratzen werden. Okay, das macht jetzt mein Blitzturm für mich. Ganz viele Panzer Ja, ich weiß. Die Frage ist, wo sind doch leere Platten, auf denen ich bauen kann? Auf deinem Kommandopunkt, da zum Beispiel. Diese Dinger, die aufklappen, das sind Kommandopunkte. Das ist ein Posten, die kannst du dann einnehmen und dann kannst du Sachen drauf bauen. Okay. Was habe ich getan? Ich habe irgendwie wieder Kreis gedrückt und das macht immer was. Ja. Weil dein Verrat. Oder Sean. Boah, Alter! Deswegen dieses Überfahren ist das Stärkste, was du machen kannst. Alter, die rennen alle weg! Oh, das sind meine ganzen Armee! Oh Gott! Ey, Kleiner! Ja, ich würde den schießen mit der Riesenkanone werfen. Ich weiß nicht, wie funktionieren die Physics in diesem Spiel. Ja, okay, ich weiß eigentlich. Könnte klappen. Können gar nichts, ihr dummen Klone! Schnappt ihn euch! Da ist die Dovis! Oh, der kommt. Ah. Wenn nicht, wo ist dein Bauch? Oh. Ich hab keine Ahnung. Alter. So, die sind weg. So. Wollt ihr eine kleine Erklärung, wie das mit den Kasernen funktioniert? Ja, bitte. Oder? Ein Ja. Ich sag nein, weil sonst Oppo wieder nur Sean-Tipps gibt, die exklusiv nur für Sean hier fällt. Hey, das ist Sean! Oh, Sean, stirb! Oh, stirb! Ich stirb, du eh! Die funktionieren. Hä? Okay, ich sag, das geht ja für beide, das hört beide zu. Wenn ihr so ein Gesell baut, in den Kreis drückt, was ihr beide schon auch mal gemacht habt, dann folgen euch die Leute. Ja, richtig. Und dann, wenn ihr jetzt Viereck gedrückt haltet. Warum kann ich nichts bauen jetzt gerade? Wenn ihr jetzt Viereck gedrückt haltet. Ja. Dann wählt ihr das Ziel aus, was sie angreifen sollen. Und das machen diese Leute dann die ganze Zeit. Ihr sagt euch, ihr sagt denen, greift dieses Ding oder diese Person an. Ja, die Frage, wie baue ich jetzt gerade? Jetzt gerade kann ich nicht bauen. Du kannst nur drei Sachen pro Posten bauen. Ja. Das heißt, entweder du baust, du reißt etwas ab oder du holst einen weiteren Posten. Okay. Oh. Also wenn ihr müsst die Leute ihnen sagen, worauf sie schießen sollen. Auf wen oder auf was. Nein, ja, schieß mir! Ja, mach das, geh mal auf den Panzer, das sollte gehen. Oh, du hast mir irgendwas gesagt. Ja, ich schieß auf das Ding natürlich. Ich glaube, dass ich mir einen Busch anvisiert, ehrlich gesagt. Okay. Finde ich in Ordnung. Ich habe einen übermächtigen Gong-Droid. Kann ich Dinge reparieren irgendwie?
Glaube nicht. Ich glaube nicht. Was haltet ihr von mit der Zeit vielleicht? Alter, oh, hey, was haben die denn hier? Ist ja ein Panzer runtergekommen und sagt, okay, bleib diesen Busch an. Ne? Was ist denn jetzt passiert? Ja. What? Sie haben Plätze getauscht. Das ist aber in der Theorie richtig herum. Ja, Brust besser. Und er ist bei meiner Basis. Wo sind denn hier die blöden... Ich suche eine Dinge. Eine Dinge. Ja, nimm so einen Teil, das macht sehr viel einfacher. Ah, da. Oh. Was machen eigentlich diese Armeen autonom? Gar nichts? Nö. Wie dämlich sind die? Ey Leute, ich will nicht deine Panzer anschleifen. Ja, es funktioniert, ich kann die überfahren! Das hab ich ganz so. Schade finde ich, dass man nicht quasi mehrere Einheiten gleichzeitig mitnehmen kann. Den ja, aber das wäre richtig. Jetzt gerade bin ich glaube ich sogar am Verlieren. Oh, guck mal, jemand greift Seans Basis an. Nee, deine Basis an. Ja, es ist Sean. Ah, nee. Sean ist ein Spieler. Nee, ich glaube nicht. Doch. Oh, meine Leute sind alle gestorben. Ach, da ist die Basis. Oh, what the fuck, ich bin so schnell. Was ist denn hier? Die Blitztürme sind die wichtigen Sachen, Leute. Nein, der Blitzturm hilft ja nur. Der ist nein, nicht die Basis. Doch, ich meine schon. Nein, den Blitzturm habe ich ja schon zerstört. Wer das? Oh. Der beschützt die Basis, aber ist ein schöner Kampf. Nein, du Versager. Du elendiger Versager. Jetzt. So viel los, aber keiner weiß. Ja, genau. Was? Na, schau uns auf Schwindel. Und wenn ich dann den Panzer geklaut. Ja, oh, shit, was? Oh, no. Das macht Kreis. Oh, ich kann auch mich selbst schießen, okay. Deine Freunde schießen den Panzer, mit dem du drin sitzt. Nein, wie lange wird das hier jetzt dauern, wenn es nur ewig dauert? Ewig. Also, was ich empfehle. Dann nehmt euch eure Kasernen und sagt ihnen, sie sollen die Basis vom Gegner anschließen. Ja, ja. Ich versuche gerade eine Kaserne zu zerstören, deswegen. Das ist keine Kaserne, hier kommen diese Laufdinger. Ich glaube, das hilft dir nicht. Oh. Oh, der Kron. Die Frage ist, kann er treffen? Ja, ich denke schon. Oh, nein, der ist ein Gewicht. Nein. Oh nein, er hat gewonnen. Superpanzer. Oh nein, ja. Superpanzer. Ja. Okay, das ist ein großes Ding. Oh, geil. Oh, das ist. Oh je. Das ist das aus. Moment. Oh, oh nein, hat gewonnen. Doomsday, Alter. Das ist einer pinke Herzen, das ist, glaube ich, fast unzerstorben. Ja, das ist halt ziemlich großartig. Aber. Okay, er hat gewonnen. Der ist auch in der Serie sehr stark. Geil. Kann ich irgendwie aufgeben oder so? Ja, du kannst den roten Hebel bei deiner Basis ziehen, aber. Ja, jetzt gerade zu kämpfen, wenn nicht gegen Sean, der beiden überhaupt keine Ahnung, aber Sean hat den Panzer gekauft und deswegen gewinnt Sean. Ich fand ich zu. Wir werden Basis gegen Sean, du musst alles kaputt machen. Ja, genau, du musst nur das Teil in der Mitte treffen und oh, das Ding hat so viel Leben. Und ich hab keinen Panzer. Oder nur feindliche Fahrzeuge. Ja, genau, nur feindliche Fahrzeuge. Irgendwie mache ich gar keinen Schaden, den Ding. Nicht viel, nein. Ja, es regeneriert oh, sich. Oh, schau, deine Basis gefunden. Oh, scheiße! Yes. Das Ding ist übel. Das Blitzding. Habe ich irgendwas verpasst? Nein. Wir haben mit Dragon Ball gerade eben erst aufgehört. Das ist so. Okay. Oh. Ich will nur Glück. Okay, ach Mann, ich möchte nur dieses eine Scheiß da hier zerstören, aber es hat sich schon wieder voll geheilt. Das ist die... Oh ja. Ich hab's schon auf 70% gehabt, dann kamen ein paar scheiß Druiden. Ey, irgendwer wird gerade sehr angegriffen, ist bei 73%. Oh, was ist das denn hier? Ist das? Nein, nee, das ist sein, das sind seine Druiden. Ich glaube Sean. Ich kann mich nicht sehen. Sean. Deine was? Die Republikbasis wird angegriffen. Ja, okay. Ja. Dann wow. Ein paar Druiden. Hey! Vor allem du hast halt bereitet bis das Laser. Wenn nicht, du willst vielleicht zu deiner Basis gehen. Naja. Ich weiß da. Ich habe einen Plan. Oh, das Blitzteil ist kaputt. Wie ist das passiert? Von wem? Von mir? Die Dein Blitzteil ist kaputt. Ah. Ja, jetzt nimmst du das. Ja, das ist jetzt weg. Ja. Kann ich hier irgendwie den Hebel sein? Nein, du kannst nicht seine Sachen einfach sprengen. Das wäre cool. Nein, das ist total schön. Ich warte hier kurz in deine Basis. Oh shit, okay. Das Ding regeneriert sich sogar. Ja, ich weiß, deswegen habe ich. Wenn das Ding sich nicht regenerieren würde, das hättest du schon verloren.
Weil ich die ganze 15 Boah. Minuten gefühlt vor deiner Basis stand und mit einer Laserpistole drauf geschossen habe. So. Alter. Weiter, wir wollen nicht neu starten. Okay, Daniel gegen Jandek. Ja, wir gehen jetzt so ein bisschen hoch. Ben und Sean hatten gar keine Ahnung. Jandek und Daniel haben etwas mehr Ahnung. Ich glaube, der General, den ich die ganze Zeit gespielt habe, der wurde jetzt bestimmt gefeuert. Thank you.